Heute kommt der ultimative Showdown bei Grip. Wir sind noch nie mit dem gleichen Fahrzeug gegeneinander gefahren. Das wird Party, Feuer! Wer ist der bessere Fahrer, der schnellere? Oh. Wer driftet mehr? Oh, das geht weit raus. Und wer ist der mutigere? Wenn du da überpacest, Alter, bist du einfach im Wasser. Gran Canaria. Eine der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen vor der Küste Afrikas, mitten im Atlantischen Ozean. Einer unserer Grip-Testfahrer ist reif für die Insel. Ah, herrlich. Endlich Urlaub, Leute. Das ist es, Gran Canaria, 20 Grad. Die Sonne ballert. Der V10 tut sein Übriges. Nämlich ganz genau dasselbe. Er ballert. Audi R8 bei der V10 Performance RBD. Nur Heckantrieb Pura kann man den R8 nicht fahren. Jetzt mit 570 PS in der Performance-Variante. Das ist mein Urlaub, Leute. So und nicht anders. Wer ruft denn jetzt an? Ich glaube nicht der Schelle, ey. Nicht in meinem Urlaub. Was willst du von mir, Alter? Ich hab Urlaub. Hallo? Matthias, servus. Ich bin's, dein Lieblings-Nicky. Ja, was willst du? Ich bin im Urlaub. Von wegen Urlaub, schau mal in den Rückspiegel, dann siehst du, wer mit dir Urlaub macht. Nix ist da, ey. Was ist denn mit dir los, Alter? Ja, schau mal in den Rückspiegel, ich hab das gleiche Auto wie du geholt. Heckantrieb, 570 PS. Da ist Party, Uxas. Ja, toll, Nicky. Und jetzt? Und jetzt? Wir haben beide die gleichen Autos. Erste Mal. Jetzt geht's wirklich ums Ultimative. Wir machen den Test, wer ist der bessere Fahrer, der schnellere, wer driftet mehr und wer ist der mutigere. Und deshalb machen wir heute die Insel-Challenge. So schaut's aus. Ich nehme die Herausforderung an. Aber sag mal, wo wollen wir das überhaupt machen? Gibt's hier auf der Rennstrecke? Ja, Logo, ich hab schon alles erkundet. Die Rennstrecke ist sogar direkt am Wasser. Lassen wir mal vorbei, ich fahr voraus und dann geht die Party ab. Feuer! Alter, also mit so zwei Ballermännern hier über die Insel knallen, ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Das wird Party, Feuer! Nur ganz kurz, warum wir hier mit 150 über die Landstraße ballern. Diese Straße ist eine Privatstraße und sie ist abgesperrt für uns. So schaut's aus. Deswegen dürfen wir hier tatsächlich machen, was wir wollen. Heute kommt der ultimative Showdown bei Grip. Jetzt ist es soweit, von der ganzen Community schon seit zig Jahren eigentlich gefragt, wer ist der Bessere? Sie wollen es alle wissen. Und heute ist es soweit. Der Nick und ich, wir schenken uns gar nichts. Ich glaube, man hat in den letzten, wie lange machen wir es zusammen? Über 10 Jahre auf jeden Fall, gesehen, dass wir immer auf Augenhöhe unterwegs sind. Beide gleiches Material, das gab es eigentlich noch nie. Und die Zuschauer wollen es sicherlich sehen und ich bin echt gespannt, wie das rausgeht. In 20 Sekunden verwandelt sich die Mittelmotorrakete in eine rasende Sonnenbank. Die Kraft des 5,2 Liter großen V10 Saugmotors treibt beim R8 RWD ausschließlich die Hinterachse an. Genau wie bei der GT4 Rennversion. RWD steht traditionell für Rear Wheel Drive, also Hinterradantrieb. Die Daten im Überblick. Der Audi R8 Spider RWD leistet nun 570 PS und rennt 327 km/h Spitze. Basispreis? Satte 162.000 Euro. Auf Matthias und Niki wartet der 800 Meter lange Runway des Flughafens Maspalomas. Perfekter Spielplatz für den ersten Schlagabtausch bei der Grip Insel Challenge auf Gran Canaria. Also ich sag mal so, Niki,
Was sagst du so? Wer mich in meinem Urlaub stört, ne? Der sollte genau mit sowas hier ankommen. Okay, das ist ja. Weil dann ist es wieder okay. Wer dich im Urlaub stört, braucht Mut. Unsere allererste Challenge beginnt schon mal mit etwas Mutigeren. Getreu dem Motto, wer später bremst, fährt länger schnell. Wir haben hier die Start- und Landebahn. Das ist nicht dein Wir Name. Kommen von der anderen Seite, ballern alles, was geht. Unsere beiden R8 haben beide Carbon-Keramik-Bremsanlage. Ja. Und das heißt, wir fahren so schnell wie möglich. Wir messen, wer die schnellere Geschwindigkeit gefahren hat. Der ist der Sieger. Man muss natürlich bremsen und versuchen, nicht das Wasser zu machen. Man sollte das wollte ich gerade sagen. Wo bremsen wir denn? Einfach hier wo. Aber nicht übertreten. Wer übertritt, wer den Kies berührt mit dem Vorderräder, raus. Der Versuch ist ungültig. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Niki, wenn wir beide uns einen auskeulen, der ist ja quasi vorprogrammiert, dass einer da hinten ins Wasser reinfliegt und dann sterben wird. Zwei Versuche. Okay. Du fängst an? Ja, du fängst an. Du hast das Ganze hier organisiert, also fängst du auch an. Okay. Du hast mich im Urlaub gestört, also legst ja, du einen vor. Ich weiß es. Ich hau einen raus, dann du. Du bleibst doch hinten stehen. Es wird nicht irgendwie über die Schulter geschaut. Du siehst eine Kuppe. Du siehst eben nicht, wann meine Lichter angehen. Ja, okay. Du kannst dich nicht an irgendwas orientieren. Ja. Verstanden? Nichts abgucken. Alles klar. Gut. Feuer frei. Los geht's. Das ist jetzt mal wieder so eine Challenge, wo es halt nicht einfach um nichts geht, sondern es geht hier rein theoretisch um Leben und Tod und um 162.000 Euro, die ich rein theoretisch versenken würde, wenn ich mit diesem Fahrzeug da hinten reinfahren würde. Ich denke mal, die Geschwindigkeit wird bei 230, 240 sowas liegen. Und dann halt den Bremsweg zu sehen, wie das Ganze funktioniert, ist wirklich eine harte Nummer. Am Ende des Tages geht es darum, wer fährt schneller? Und wer ist der bessere Fahrer? Wer ist der mutigere Fahrer? Und da wird keiner von uns beiden irgendwie zurückstecken und so einen richtigen Safety machen, sondern beide werden ans Limit gehen. Also der R8 hat jetzt wirklich Top-Bremsen drin, also da gibt es überhaupt gar kein Problem. Und wegen fünfmal da hier irgendwie Beschleunigung oder Gas oder Bremsen oder sowas, die kommt ja gar nicht ins Schwitzen. Also da haben wir ja gar kein Problem nicht. Es gibt halt kein Netz und kein doppelten Boden, sondern wenn wir uns fair bremsen, wenn wir zu spät bremsen, dann geht das geradeaus ins Wasser. Und der Niki ist jemand, der im Wettkampf immer wächst, immer noch krasser wird, als er eh schon ist. Deswegen, ich hab heute keine große Fresse. Wir gucken jetzt einfach mal, was der Niki so macht, weil der muss ja vorlegen, ne? So, dann begeben wir uns mal auf die andere Seite. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich werde natürlich hier umschalten, alles was geht, was wir an Leistung abprüfen können. 570 PS haben wir am Start. 3,8 Sekunden von 0 auf 100, das wird mir jetzt helfen. Ich fahre natürlich los mit Launch Control. Wir stellen uns ganz hinten auf. Alles was geht. So, er wird jetzt natürlich das allerletzte Ende von der Landebahn benutzen, um dann dahin zu hämmern. Das ist jetzt ehrlich schon ein bisschen eine ungute Sache hier. Ich stehe schon mal richtig. Ja, Niki war ein bisschen nervös machen, würde ich sagen, oder? Ich würde auf jeden Fall nicht so halt spät bremsen, weil es ist halt gefährlich, ne? Das weiß ich ja eben. Das Auto ist scharf, der Schelle ist auch scharf. Der Schelle ist einer der schärfsten. Und Feuer. Oh nein, Fenster ist offen. Welchen Topspeed erreicht Niki jetzt auf dem Runway, bevor er am Ende hart in die Eisen muss? Okay, diese Bremsung ist nicht schlecht. 218,5. Also ein bisschen was geht noch, alter Verwalter, aber das ist echt knapp. Jetzt ist natürlich die Frage, hat Niki überlebt? Er ist jetzt schon sehr, sehr lange weg. Ne, da ist er. So, Matthias, ich wünsche dir alles Gute. Bleibst du da so stehen? Kann ich losfahren? Von mir aus kannst du los. Okay. Matthias startet in seinen ersten von zwei Versuchen. Macht ihr die Launch Control? Ja. Ui. Also da sind schon die 100. 218,5 km/h von Niki gilt es jetzt zu toppen. Alter Schwede. Alter, ist das krass. Boah, Alter, ich hab Puls 300.
waren 221 km/h und es sind noch 20 Meter bis zur Kante. 2,5 km/h schneller als Niki. Alter Schwede. Wir gucken jetzt einmal, wie weit das noch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. 31 Meter. Alter Schwede. Ich habe so krass Puls, das ist wirklich krass, weil das ist, also das, ich werde auf gar keinen Fall noch einmal später bremsen, weil das war so close, das ist wirklich alles zu spät. Meine Knie zittern, meine Hände zittern, weil ich dachte wirklich, ich fahre hier rein. Niki muss jetzt 2,6 km/h draufpacken für den Sieg in der VMAX Challenge. Wenn man jetzt hier so steht, hat man echt ein bisschen Düse, ob der Matthias das vorne schafft. Also das wird der Niki nicht mehr toppen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Du siehst halt nicht, wo du bremsen musst. Weil eben hinter der Kuppe erst der Bremspunkt sitzt. Und das ist was, was diese Aufgabe extrem schwierig macht. Weil du kommst über die Kuppe, siehst dann deinen Bremspunkt und du siehst das gefährliche Blau dahin. Und alles gut rumgebracht. Na, Niki, bist du aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt. Alter, was ist das für eine krasse Challenge? Ja, schon. Es ist dann schon über die Kuppen schon ein bisschen überraschend. Oh, davon, Alter, ja. Du kommst da an. Mhm. Also, das ist ja nicht mehr normal. Du kommst da an, dann siehst du plötzlich nur noch Wasser. Genau. Infinity Pool nur auf Asphalt getrimmt. Genau. Ey, das ist wirklich. Da hast du dir was Krasses ausgedacht? Schon, aber es ist nicht so, wenn man sich was ausdenkt, dass man deswegen besser ist. Nichtsdestotrotz, ich habe meinen zweiten raus. Alles klar, Abflug. Viel Erfolg, Niki. Danke. Also nicht. Aber bremst nicht so spät, ohne Quatsch. Mach ich, wie du immer. Du weißt ja, ABS und so und ja. Diese Strecke ist sandig und. Feuer. Er marschiert, wir haben eine schöne Geilerei. Es geht voran, es geht voran. Wir fahren schnell, wir fahren sehr, sehr schnell. Okay, ich habe eine 219,1. Also das Marschieren nicht schlecht. Da wäre noch mal ein bisschen was gegangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es gar nicht ausprobieren. Niki ist also 1,9 km/h langsamer als Matthias, der die Highspeed-Challenge damit eigentlich schon gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob wir nicht doch ein bisschen zu krass unterwegs sind gerade, weil es ist halt, du kannst halt nichts machen. Es ist halt keine Auslaufzone da. Wenn du da überpaced, dann bist du einfach im Wasser. Matthias hat beim ersten Versuch exakt 221 km/h hingelegt. Sein GPS-Messgerät zeigt beim zweiten Durchgang nur dann mehr an, wenn sein erzielter Topspeed höher liegt. Zweiter Versuch. Der Start war besser. Hat Matthias genug Cojones, die 221 km/h vom ersten Versuch noch mal zu toppen? Ankert er zu spät, geht er buchstäblich baden. Nein, war nicht schneller. War ein Safe. War ein absoluter Safe. Das Gute ist, der Niki denkt jetzt gerade, habe ich easy geschafft, weil er hat meinen ersten Versuch nicht gesehen. Der war wohl einer auf Sicherheit, weil der erste schon so gut war. Matthias, hast du dir irgendwie vor dem Fußgängerweg angehalten, weil jemand drüber gehen wollte oder was war los? Du hast einen auf Sicherheit gemacht. Ich sag dir jetzt was. Ich tippe da mal drauf, dass der erste um Welten besser war. Ich tippe darauf, dass der erste um Welten ist. Du bist ein alter Taktiker, du weißt es direkt zu 100%, was passiert ist. Der erste Versuch war so, dass jetzt noch meine Hände zittern. Alter! Alter Schwede! Alter, ist das krass!
Dein Auto ist trocken, deine Haare sind trocken. Also du warst auch nicht im Wasser. Unter den Armen ein kleines bisschen vom Schwitzen her, weil ich doch etwas Angstschweiß hatte. Oder Alter sowas. Schwede, das ist eine krasse Nummer. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur Auswertung. Bei mir war natürlich das Schnellste das Zweite. Ich war dann schon über 210. Über 210 war ich auch, ja. War ich ja locker. Aber du warst doch jetzt nicht über 220. Doch. Du warst über 220. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, geht der Punkt natürlich an dich. Yes! Ich habe 221 da drauf gezimmert. Wie viel warst du? 219. Wow! So knapp! Niki, dann bitte einmal noch die Punktevergabe. Wer hat jetzt heute den größeren Mut von uns beiden gehabt? Ich muss zugeben, der Matthias hat diesen Punkt verdienterweise geholt. 1:0 für dich. Extrem knapp. 2 km/h. Alter Schwede, wie krass ist das bitte? Sieg im VMAX-Duell. Und damit der erste Zähler für Matthias. Darf ich mir jetzt die nächste Nummer aussuchen? Ja, natürlich darfst du das raussuchen. Dann würde ich sagen, wir haben hier 2 Hecktriebler. Ach so, jo. Kein Quattro, sondern RWD, Rear Wheel Drive. Okay. Wer fährt besser quer? Alles klar, dann schauen wir doch in einen schönen Fleckchen und dann geht's los. Okay. Alles klar, Feuer frei. Ja, jetzt geht's zur Drift Challenge mit dem R8. Wird das Ganze ein bisschen schwierig. Der Motor sitzt direkt hinter einem. Wir haben zwar Heckantrieb, aber wenn das Auto mal quer geht, dann geht es sehr schnell um die Drehachse rum und dann dreht man sich einfach zu viel. Also da haben wir jetzt beide ein kleines Problem, aber der Bessere wird siegen. Wenn du länger driften willst, dann musst du einen Gegenpendler provozieren. Und das ist eigentlich das, was du bei den Geschwindigkeiten dann eigentlich nicht mehr so gerne hast. Weil das Meer, der Atlantische Ozean, ist sehr, sehr nah. Und da musst du gucken, dass du rauskommst. Gott sei Dank haben wir ein Cabrio. Alter Schwede, stell dir das mal vor. Und dann in den Körper rein. So, mein lieber Niki. Das hier ist unsere Spielwiese für Challenge Nummer 2. Also ich würde sagen, wir fangen da vorne an. Jo. Anfahrt, rein. Komplette Spielwiese, hier kannst du machen, was du willst. Mhm. Schöner 180 Grad Turn und dann raus auf die Runway. Viel Platz für schöne Gegenpendler, genau. Die Heckantrieb. Uns hoffentlich nicht zu arg überraschen werden. Heckantrieb haben wir ja, es hat schon, und messen der mal mit? Wir messen, wer hat ihn länger quer. Also okay. Sprich, wir stoppen die Zeit, wo das Fahrzeug quer ist. Okay. Alles klar. Mal eine andere Art und Weise. Dann geht's los. Jetzt muss ich vom großen Meister lernen. Ja, komm, hör auf mit dem Quatsch, ey. Hau dich da rein und ab geht's. Ich bin mit dem R8 schon mal gedriftet. Das war auf einer sehr, sehr breiten Landebahn. Und das war sehr, sehr schön. Man muss bei diesem Auto wirklich alle Sinne beieinander haben. Weil durch den Mittelmotor, ja, hast du einfach ein Ding, was sich extrem schnell dreht, wenn es sich anfängt zu drehen, da musst du ultra aufpassen, weil sonst bist du halt rucki zucki weg. Matthias ist in Sachen Driften natürlich ne Matz, also der haut da einen raus. 3 Versuche. Okay. Wenn immer du willst. Sobald es eingeleitet ist, drücke ich hier drauf. Ist ein schmaler Grat. Okay, Matthias, der erste war jetzt mir leider nichts. Aber das ist. Wie viele Sekunden war der erste denn? Er läuft immer noch. 27, 46. Matthias, ich bin mir sicher, das kann ich nicht überbieten. Wie lang? 6,1. Oh Gott, ey. Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. Matthias' dritter und letzter Versuch. Wie viele Sekunden kann er nun in Drift vorlegen im Inselduell gegen Niki? Jetzt hat. Der war's. Der war doch sehr schön. Boah. Das waren 8,43. Aber es ist krass, ne, dass es nur so wenig mehr ist als dieser verkorkste. Also der war ja so das verkorkst. Hab ich mir eben gedacht. Ich hab dann so geschaut auf die Uhr und denke mir, das gibt's ja gar nicht.
Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar, dass das nur so. Es fühlt sich an wie 38 Sekunden. Ja, genau. Das erste so wie zwei. Genau. Eieieiei. Etwas über 8 Sekunden. Sensationell. Ich finde sehr, sehr schön. Also, ich habe Niki angeguckt und so. Boah. Den kann man so stehen lassen. Sauber so durch die Kurve zu driften, das muss man erst mal machen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Fahrerwechsel, Niki. Okay. Because it's your turn now. Die erste Challenge ist ja schon mal voll in die Hose gegangen, der Punkt an Matthias. Wenn ich jetzt nicht gewinne, dann kann ich eh schon gleich heimfliegen. Also das geht nicht. Ich muss jetzt alles rausholen. Also Niki, 3 Versuche. Jetzt geht's um die Wurst. Okay, are you ready? Ja. Ja, der war doch viel besser. Der war jetzt viel besser. 3,72. Aber wie geil das ist, dass wir beide die gleichen Gehirnottos sind. Mhm. Ganz ehrlich, normalerweise steigen wir in ein Fahrzeug ein, ESP, und wir fahren so lange quer, wie ihr wollt. Drucksituation angeschaltet, genau. Competition-Modus, Schelle gegen Malmedy und nichts läuft mehr. Und es wird blamabel. Das ist ja unfassbar. Okay. Versuch Nummer 2. 8,43 Sekunden von Matthias gilt es nun zu schlagen. Oh yes. Das geht weit raus. Aber es war ein bisschen gut. Alter Schwede, was ist das denn für eine Nummer? Das war nicht schlecht. 11,26. Alter Schwede. Du bist so krank, Niki, mit diesem Ofen 2 Gegenpendler zu provozieren und einfach weiter zu sliden. Den Sieg im Drift Battle mit fast 3 Sekunden Vorsprung hat Niki schon eingetütet. Willst du noch einen? Hast du noch Bock? Ja, einen machen wir doch noch. Vielleicht wird's ja besser. Schön weit raus, großer Bogen. Na, nein, war nicht besser. 10,92, aber ganz ehrlich, gut, dass du abgebrochen hast. Genau, weil die Geschwindigkeit wäre zu hoch. Ich habe mir jetzt überlegt, sollte ich einen dritten? Dann haben wir gedacht, nein, mach es niemals in deinem Leben. Selbst wenn du wirklich glaubst, du bist Gott. Nein, das macht man nicht. Das macht man nicht. Mein Puls ist auf jeden Fall höher, als wie ich auf der Geraden Vollgas vorgefahren bin. Also ich bin echt ein bisschen hier, ne? Absolut krasse Nummer. Man hört das Meeresrauschen. Das Meer ist 20 Meter von uns entfernt. Und genau das ist auch, was die ganze Aufgabe wieder krass gemacht hat. Wir kommen zu den Zeiten. Also meine Beste war eine 8,43. 8,43 Sekunden im Drift. Dann kam der Niki. Auszudriften ist das eine, aber dann einen Gegenpendler zu provozieren und zu sagen, ich mach das dann nochmal, das kann nur einer und das ist der verdammte Schelle. Mit 11,26 Sekunden, viel, viel besser als meiner, wegen Gegenpendler. Grandios, Niki, auch nicht schlecht. Der Punkt geht an dich. Das ist der Ausgleich für Niki bei der Grip-Insel-Challenge gegen Matthias. Jetzt, mein lieber Niki, wird es richtig, richtig krass. Ja. Denn jetzt fahren wir es aus. Es steht 1:1 und es bleibt nur noch eine Challenge. Das ist, was sehe ich da? Eine Rennstrecke. Das ist die schnelle Runde, Circuito Maspalomas. Der Kurs auf Gran Canaria ist 2,2 Kilometer lang, gespickt mit 4 anspruchsvollen 180-Grad-Kehren und besitzt keinerlei Auslaufzonen. Wir sind noch nie mit dem gleichen Fahrzeug gegeneinander gefahren. Jetzt geht's wirklich endlich darum, wer ist der Schnellere? Also, Niki, ich habe da schon mal 4 R18 gestellt. Kannst du dir einen aussuchen? Welche Farbe willst du? Wir fahren jetzt halt nicht mehr oben ohne, sondern wir nehmen einen mit Dach, eine Coupé jetzt. Halt. Ja. Für die Rennstrecke ist das, glaube ich, am besten. Genau. Und nehmen wir einfach einen roten. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einen roten. Ja. Los!
Passt du? Das freut mich. Dann darf ich mit zuschauen. Ja, du könntest doch eigentlich anfangen. Nee, jetzt hast du schon. Also, jetzt warst du schon auf dem Weg. Matthias, da hast du jetzt selber im Fuß nicht geschossen. Mit dem Heckantrieb Audi haben wir natürlich für hier ein Auto, was jede Menge Spaß macht. Es ist in Sachen Sportlichkeit schon ganz weit vorne. Die Coupé-Variante des R8 RWD fetzt in 3,7 Sekunden auf 100. Und damit eine Zehntel schneller als der Spider. Grundpreis 149.000 Euro. Jetzt steht es 1:1. Wir brauchen einen Gewinner. Deswegen muss man jetzt alles geben. Matthias haut natürlich auch alles raus, was geht. Ich werde alles geben. Und ich versuche, der Bessere zu sein. Ich muss vorlegen. Warum auch immer. Ja, Niki, fahr du, Matthias. Er kann sich natürlich jetzt perfekt alles abgucken. Warum haben wir das Coupé genommen? Die Coupés sind alle ausgerüstet mit einem Ultra-High-Performance-Reifen. Und das sollte für gleichbleibende Bedingungen sorgen zwischen den beiden Fahrern. Und es geht auf die schnelle Runde. Alter Verwalter. Oh, was machen die Tauben hier? Da fliegen die Tauben. Die Palomas. Ja, das war jetzt scheiße, ganz ehrlich. Da habe ich mich schon erschrocken. Aha! Ah! Alter, ist das krass, die Strecke. Ja, das ist auch das blödste Segment hier. Da. Schön abwarten, nicht zu früh ans Gas gehen. Genau, und weiter geht's. Aber es ist schon brutal, wie mächtig der Kollege anschiebt, ne? Genau. Und halt seitenweich. Also so ein Sauger, das geht halt einfach durch. So. Soundkulisse ist schon geil, da brauchen wir jetzt gar nicht reden. Da tänzelt er. Da tänzelt er. Und jetzt geht's. Jetzt geht's aufs Ziel. Jetzt steht's aufs Ziel. 1:08:110. Und es war wirklich kein eklatanter Fehler dabei. Die Runde war jetzt nicht so schlecht. Also das muss der Niki jetzt erstmal nachzaubern. Das jetzt besser zu machen, wird natürlich schwierig. Jetzt geht's um alles. Ganz wichtig, Niki, nach dieser Runde sind wir schon noch Freunde, ne? Das sind wir sicherlich. Wir sind auch egal, wie es rausgeht. Es fühlt sich schon wieder so gut an bei dir. Oh, so viel Gefühl, Niki. Oh, schön. Okay, Zeit läuft. War viel zu früh gebremst. Ja, aber ich habe ja da genauso gebremst wie du. Schön von außen. Oh. Ich sag's euch, das wird sich wieder um eine Zehntel oder zwei oder drei ausgehen. Alter, wie spät du bremst, das ist nicht mehr normal. Ja, das ist eben nicht so das, was bei Rundstrecke gut ist, aber was soll's. Das war perfekt getroffen gerade jetzt. Die war wirklich geil. Die Pylone steht! Ich bremse selbst hier auf dem Beifahrersitz mit. Und hier wieder ein Quersteher. Nein! Okay, jetzt geht's auf die Zeit, jetzt geht's auf die Zeit. War Niki jetzt schneller als Matthias? Macht er den entscheidenden Punkt zum Sieg bei der Grip Insel Challenge auf Gran Canaria? Okay, wir wissen jetzt, was Sache ist heute, an diesem Tag, mit diesem Auto, mit diesen Reifen und so weiter und so fort. Der Matthias hat es geschafft. In 1:08:110. Der kleine Niki war unwesentlich langsamer. 1:09:221,1 Sekunden. Das sind Tage. Du hattest, also das, man sieht es 100 pro auf der Onboard, der Niki hatte einen massiven Quersteher. Sie steht. Sie steht. Die Pylone steht. Das wäre ich Jahrhunderte, werde ich das hören. Jahrhunderte. Das glaube ich allerdings auch. Das ist halt wirklich sehr, sehr schlecht. Weißt du, was ich jahrhundertelang hören werde? Was denn? Dass du mich beim Driften abgezockt hast. Ja, das war ja knapp. Endstand auf der Insel. Matthias siegt gegen Niki mit 2:1. Schönen Sonntag noch. Ich auch. Wir sehen uns nächste Woche. Fährst du oder fahr ich? Fährst du. Ich fahre ja der Langsame.
Nee, ich gehe zu Fuß in die Berge. Autofahren kann ich ja nicht. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Matze Mamidi das Inselbattle nach Hause gefahren hat. Er hat mich im Urlaub überrascht und ich habe ihn weggehauen. So. Heute war Matthias vielleicht schneller. Doch Niki brennt schon auf seine Revanche beim Duell der Grip-Giganten.